Hallo zusammen, heute will ich mal zeigen, wie man das Problem mit einer nicht mehr richtig gleitenden oder schlecht slidenden Computermaus behebt. Die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Kauft euch einen Trackball. Den muss man nicht die ganze Zeit blöde umherschieben und dadurch nützen sich auch die Mausfüße nicht ab. Danke fürs Zuschauen und tschüss! Nein, kleines Scherzchen. Ich habe hier eine Logitech M705, eine normale Mittelklasse-Maus, die ihren Dienst eigentlich gut verrichtet. Jedoch verglichen mit einer High-End-Maus bewegt sie sich träge und kratzt auf der Oberfläche. Nicht schlimm, das Mauspad oder der Tisch kriegt schon nicht gleich Abschürfungen. Jedoch ist eine deutlich höhere Reibung zu spüren und auch zu hören. An der Unterseite der Maus ist eigentlich nichts Markantes festzustellen. Es sind Standard-Mausfüße verbaut. Die Glidepads der MX Master sind jedoch um einiges hochwertiger und gleiten dadurch auch viel besser. Was kann man also tun, dass eine Maus mit schlechten oder ausgeleierten Füßen wieder flitzt? Nun, wenn eure Maus auf der Unterseite so aussieht, dann reinigt gefälligst mal eure Maus, ihr Ferkel! Ist doch nicht zu fassen, wie Leute ihre Maus behandeln und nicht... Nein, mein Psychiater hat gesagt, nicht aufregen. Jeder darf sein Leben so gestalten, wie er will. Durchatmen. Also, falls sich bei eurer Maus auf der Unterseite oder auf den Glidepads Schmutz angesammelt hat, empfiehlt sich eine entsprechende Reinigung. Oftmals führt dies bereits zu einer signifikanten Besserung des Mausverhaltens. Sollte keine Besserung eintreten, dann kann man im Internet natürlich nach Ersatzfüßen, Ersatzskates, Ersatzslides oder wie man auch immer dazu sagen will, suchen. Oftmals wird man fündig. Hier für meine Maus könnte ich zum Beispiel genau passende Ersatzfüße bestellen, welche nicht mal allzu teuer sind. Obwohl, Moment, da sind ja gar nicht alle Füße gleich wie bei meiner Maus. Ja, Kruzifix! Und genau aus diesem Grund kommen wir nun zu meiner genialen Baumarktlösung. Im Baumarkt Ihres Vertrauens sollten in der Möbelabteilung solche Easy-Glider zu finden sein. Eventuell auch unter der Bezeichnung PTFE oder Teflongleiter zu finden. Diese Dinger werden eigentlich dazu verwendet, um Möbel und Stühle einfacher herumschieben zu können. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Formen. Als rechteckiges Stück, in Scheibenform und sicher auch noch in anderen Varianten. Ich habe mir die dünnsten besorgt, die ich kriegen konnte. Sie sind gerade mal 1,5 mm dick, sind selbstklebend und können für unser Vorhaben hervorragend zweckentfremdet und als Ersatzfüße eingesetzt werden. Ich könnte jetzt natürlich die genauen Maße aus den Pads herausschneiden, die Originalfüße entfernen und mit den neuen Pads ersetzen. Ich bin jedoch eine faule Sau und will nur eine dieser Scheiben verbrauchen. Deshalb schneide ich nur ein Teil in 4 Stücke und klebe diese dann auf. Und hier das Endergebnis. Das sieht jetzt vielleicht schon nicht gerade so schön aus, aber der Zweck heiligt die Mittel. Da die Pads leicht höher sind als die Originalfüße, habe ich die Füße so belassen, wie sie sind und die Pads einfach in unmittelbarer Nähe aufgeklebt. Ich habe die Maus bereits seit mehreren Monaten so am Laufen. Die Pads kleben soweit bombenfest an der Maus. Von der Gleitfähigkeit her kann die Maus nun locker mit der MX Master mithalten. Das verbesserte Feeling kann ich hier natürlich nur schwer rüberbringen. Aber hier noch einige Vorher-Nachher-Beispiele. Wer eine Lochzange oder was ähnliches besitzt, kann natürlich auch kleinere Stücke ausstanzen und diese dann auf der Maus anbringen. Auch hier gleitet die Maus nun einiges besser als vorher. Diese Lösung mit den PTFE-Gleitern kann jedoch nicht bei jeder Maus angewendet werden. Je nachdem sind die minimal dickeren Füße bereits zu viel für den optischen Sensor und er kann die Oberfläche nicht mehr richtig abtasten. Ich habe hier solch eine Maus. Auch hier hatte ich Glidepads angebracht, aber der Sensor konnte die Tischoberfläche bereits nicht mehr richtig erfassen und die Maus hat nur noch herumgezittert. In solchen Fällen kann jedoch bereits ein glattes Isolierband Abhilfe schaffen. Einfach die Mausfüße mit einem Stück Isolierband sauber überkleben und schon flutscht die Maus wieder besser. Vielleicht nicht gerade so gut wie mit einem Easy-Gleiter, aber eine Verbesserung sollte auf jeden Fall zu spüren sein. Bei mir haben beide dieser Lösungen einwandfrei funktioniert. Muss aber nicht heißen, dass ihr zu einem ähnlichen Ergebnis kommt. Falls ihr also auf eine dieser Baumarktlösungen zurückgreifen wollt, macht ihr das auf eigene Gefahr.
Ich übernehme keine Garantie, dass alles super funktionieren wird. So, genug gelabert. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und tschüss.